Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer weiteren Folge. Ich scheiße mir in die Hose bei Resident Evil 3. Wir müssen zurück zur U-Bahn. Muss ich mal eben gucken. Ah, hier sehe ich hier nicht. Mr. Kacktyp ist ja auch noch da draußen irgendwo. Nein. Und ganz viele neue Zombies. Was hat der denn da auf dem Kopf? Dreh mal um. Hä? Shit. Oh. Ah, lass mich hier wieder rein. Ich glaube, da hätte ich schießen müssen auf das Loch, wa? Ich glaube, also auf das. Kommt der rein? Weiß ich nicht. Ja, das fängt ja gut an. Hast du Angst? Nein. Nein. Hä? Hä? Der ist aber schnell unterwegs, der Bursche. Ach, guck mal da. Ausweichen! Ja, ich wollte ihn eigentlich. Oh Gott. Jetzt hast du. Nee. Alter, was hält denn der aus? Ah, okay, der reagiert auf Licht, wa? Ja. Weggemacht? Ja. Ich bin mir nur nicht sicher. Bin ich jetzt auch gerade nicht toll. Merkt man gar nicht. Oh, wie ging denn das zurück? Du musst wieder durch den Donut-Shop. Rechts rum. Er hat jetzt alle wiederbelebt, wa? Weiß ich nicht. Kackvogel. Was macht er denn da? Busy. Bitte in meinen Raum. Ja, nur der haut nicht so ab wie der Mr. X. Na doch, wenn er mich nicht gesehen hat, ja. Meinst du? Ja. Oder hoffst du? Ich hoffe es. Merkt man ja gar nicht. Auf. Ernsthaft. Oh nee, ey. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Schön. Und jetzt? Ja, aufstehen, ausweichen. Oh. Oh. Ich glaube, du musst dich heilen. Oh, nein. Nein. Oh, jetzt ist nicht vorbei. Mehr, ich bin eh tot. Ah, schön. Scheiße, Mann. Let's play vorbei. Ich habe keine Lust mehr. Oh, herrlich. Was ist das schön. Ach, du darfst auch da immer wieder starten. Das ist ja toll. Okay, dann renne ich vielleicht an dem anderen mal vorbei. Der hat ganz schön viel Munition gefressen. Zum Teufel! Ja, na klar! Potze. Ja! Der hat dich da voll reingeschubst. Ja. Und was mache ich denn? Weiß ich nicht. Was macht der denn da? Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Nein! Falschen Knopf! Nicht L1! Oh. Heilung. Entspann dich.
kann nur eine Sache zur Zeit. Du bist doch auch Bastard. Auf jetzt. Oh. Der Kaktus gibt mir sowas von auf den Sack. Du kannst hier links übrigens noch in den Spielzeug laden. Ich hier auch. Oh, 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 oh. Ah. Es geht jetzt übrigens die ganze Folge so. Ich werde dem Typen nicht entkommen. Oh, schön ausgewichen. Heilen? Hab nix. Oh, das ist ja doof. Und dann da rein. Oh, du bist tot. Doch nicht. Oder doch? Wie komme ich denn da rein? Einfach reinkriechen. Mit welchem Knopf? Musst du keinen. Oh, super. Du kriegst jetzt schon eine Nachricht, dass du scheiße bist. Die Fresse. Weißt du jetzt, warum ich die Demo nicht zu Ende gespielt habe? Nee, verstehe ich überhaupt nicht. Schloch. Du stellst dich aber auch an, ey. Gar nicht. Sag mal, ey, dass ich dem auch nicht ausweichen kann, oder? Ich bin einfach zu blöde. Ja, du bist einfach zu blöde. Komm aber auch so weit. Was macht der denn da? Ja, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Lauf, du dämliche Schlampe. Ja, natürlich. Super. Ausweichen. Super. Und links in den Spielzeugladen. Oh. Steh auf. Ah, ich hab da eins gedrückt. Geht auch nix. Drücken, was du willst. Halt die Fresse. So, welcher Knopf ist das? R1. Das Ausweichen. Nein, da rein! Einfach nur hinlaufen. Einfach nur da hinlaufen. Macht sie nicht. Ja, weil du auf die Fresse kriegst die ganze Zeit. Halt die Schnauze. Und du bist schon wieder tot. Oder auch nicht? Doch, doch jetzt. Ich glaube, der hat dich unangespitzt in halt den Boden gestampft. Halt einfach deine Fresse. Ah, ich spüre schon wieder so viel Liebe hier. Das ist so toll. Ja, wie ich gesagt habe, die ganze Folge geht jetzt so. Ja. Wenn die Folge vorbei ist, zeigt Thilo uns, wie das geht. Nein. Ich meine ja. Zum Teufel. Und ausweichen. Ja. Geht doch. Kannst ja doch was. Bisschen. Ausweichen. Ja, ich muss ja beiden ausweichen. Ach, stell dich nicht so an. Solchen. Ja, super. Super.
Warum klappt das denn jetzt hier nicht? Ja, diese Fatze hier immer. Ja, ich bin ausgewichen. Hast du gesehen? Ja. Was soll ich? Ja. Brauche ich noch nicht. Lass mich an. Jetzt musst du da einfach nur hinlaufen. Genau so. Ja, dieses Rolltor, das ist natürlich auch aus Titan. Oh, leck mich. Aber jetzt warst du gar nicht im Spielzeugladen. Schnauze. Will da auch gar nicht hin. Doch, da ist bestimmt was Tolles. Was denn? Weiß ich nicht. So. Kann denn hier rein? Gar nichts. Weiß ich nicht. Doch. Hatten wir da nicht schon welche von? Wovon? Kristalle. Ja, einen roten. The Red One, sagt er. The Red One. Genau den. Bam. Das ist ja nett. Oder? Kriegst einfach mal so eine Granate. Oh, also der Typ geht mir massiv auf den Sack. Versteh ich gar nicht. Irgendwas ablegen? Wirklich, ne? Nicht wirklich, ne. Aber du hast es ja gut gemacht. Ja, beim dritten Mal, ne? Na, guck mal hier. Stimmt, den kannst du jetzt auch noch aufschließen. Aber du warst trotzdem immer noch nicht im Spielzeugladen. Weißt du, ach, da wo jetzt du gerade drückst? Ja, ich weiß. Da oben. Das ist aber nicht im Spielzeugladen, oder nicht? Da rechts. Rechts. Da drin warst du noch nicht. Ich will da jetzt aber auch nicht wieder raus. Haben wir bestimmt was Tolles verpasst. Ja, können wir bestimmt auch gar nicht mehr. Erstmal nicht. Später geht das bestimmt. Später? Oh. Gute Arbeit, Supercop. Bin beeindruckt. Läuft nun alles? Ja, fast. Aber wir brauchen noch 30 bis 40 Minuten. Nikolai. Wie steht's? Die Stadt wimmelt von diesen Freaks. Keiner kann sich hier rauskämpfen. Warum ist sie hier? Sie hilft, die Bahn zu aktivieren. Schlechte Zeit, Ballast mitzuschleppen, Freund. Sie ist schwach. Schießt nicht, wenn's drauf ankommt. Hey, mach mal halblang. Sie wird dein Tod sein. Entschuldigung. Sie sind alle etwas nervös. Ach komm schon. Nicht schon wieder. Er ist hinter mir her. Hey. Ich verschaffe euch Zeit. Hey, nö. Warte, Jill. Nein. Ach, du bist doch scheiße. Oh, super, dass du Erste-Hilfe-Spray bekommen hast. Kannst du gleich benutzen. Oh, da auch nicht. Kein Wort. Forze. Jetzt muss ich dir eine halbe Stunde beschäftigen? Komm schon, du verdammter Stalker! Du willst das? Ich geb dir das! Da kannst du drauf schießen. Gut gemacht. Hier raus. Na komm schon! Du! Tritt das Ding weg! Oh, du dämliche Kuh! Hast du Angst? Oh, jetzt sind wir auch noch im Untergrund.
Ah, durch welche Wand kommt er jetzt? Brauchst die Tür nicht zuschließen, der kommt eh durch die Wand. Carlos, hörst du mich? Carlos! Ich muss einen anderen Ausgang finden. Warum? So. Ah, okay. Gut, fangen wir an. Karte der Kanalisation. Hup, hup. Auch schön hier ohne Fluchtwege und so. Ja, ist doch toll. Hast du Kanalisation? Perfekt. Gut. Lassen wir das. Okay, machen wir das denn jetzt? Wie machen wir das? Einmal verstauen. Das rote Kraut auch. Gerne. Nicht. Erstmal ja. Hey John. Oh Mann. Gelb, okay. Ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen Ruhe. Ich glaube da zwar noch nicht so dran. Oh, da ist was. Mhm. Krieg ich den Helm? Meinst du, das bringt was, wenn er dich wieder in den Boden rammt? Na, vielleicht schützt er mich. Was war das, ja? Mann. Bestimmt wieder diese komischen Krabbelfiecher. Ach, bitte nicht. Ja, war klar. Ja. Da, was zu lesen. In den Kontrollbereichen der Anlage wurden unbefugte Personen gesichtet. Aus diesem Grund ersetzen wir die alternden mechanischen Schlösser und implementieren neue Sicherheitsregeln. Das Entsperren der neuen elektronischen Schlösser erfordert einen speziellen Akku, der an alle Mitarbeiter verteilt wird. Bitte führen Sie Ihren persönlichen Akku stets bei sich, wenn Sie sich in der Anlage bewegen. Geil, jetzt kommen wir hier nicht rein. Bewegt sich nicht. Braucht wohl irgendeine Stromquelle. Ach. Hast du nicht dasselbe gelesen wie ich? Ich kann doch nicht lesen. Ist wohl nix, wa? War klar, ich muss da runter. Ja, wäre sonst langweilig. Oh Gott. Die Klamotten muss ich verbrennen. Ich glaube, du musst dir gleich noch ganz andere Sachen verbrennen. Oh, mir geht gerade so der Kackstift. Geradeaus ins Büro? Ja, mach mal. War doch richtig, ne? Ja. Oh! What the fuck bist du? Ich will hier wieder weg. Geh da hoch, geh da hoch. Alter! Was denn? Da brauche ich auch die Karte. Oh, herrlich. Scheiße. Alter, hast du diesen riesen... Was war das? Aal? Ich weiß es nicht. Kackerfisch. Wir nennen ihn Kackerfisch. Ja, Kackeraal. Kackeraal.
Jauchenaal. Es ist gar kein Aal. Was ist das? Ein Kaulquappen-Gedöns. Geil. Willst du ihn nicht abknallen? Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich mich mit dem anlegen will. Okay. Nachladen. Ausweichen. Und schmeiß noch mal eine Granate ins Maul. Oh. Okay, ich hätte mich erstmal um den einen kümmern sollen. Oh. Alter, der hat Hunger. Meinst du? Der hat dich mal einfach so weggesnappt. Ich mag das Spiel nicht. Oh, herrlich. Oh Mann, ey. Gut. Auf geht's. Hoch geht's, ab geht's. 3 Tage noch. Was war das? Ja. Das war der Jauchenlurch. Der Jauchenlurch. Das ist gut. Jauchenlurch. Nenn ihn Jauchenlurch. Ja. Oh. Hat ja gut funktioniert, ne? Ja. Scheiße. Ich versage gerade so. Nein. Mann. Du machst das total toll. Nein. Überhaupt nicht, ey. Ich frag mich ja, ob du den Jauchenlurch nochmal erlegt bekommst. Ah. Letzter Versuch, oder? Weiß ich nicht. Ich sehe die Zeit von hier nicht so gut. Oh Gott. Die Klamotten muss ich verbrennen. Ja. Doch nach! Oh, er strauchelt. Du hast ja auch einen Lurch besiegt. Ja, ein. Verdammt nochmal. Nee, das Büro ist jetzt nicht auf. Safe Room. Bringt mir eigentlich nicht viel. Granatwerfer. Oh. Ist bestimmt gut. Da haben wir auch gar keinen Platz mehr. Rechnung von Gunshop Kendo. Vielen Dank für Ihren Einkauf eines XXXXXX Granatenwerfers. Wir haben besondere Modifikationen vorgenommen, die die Waffen mit einer Vielzahl an Munitionsarten kompatibel machen. Stellen Sie für Ihre optimale Leistung sicher, immer die richtige Munition für die Situation zu verwenden. Da es sich bei dieser Waffe um ein generalüberholtes Modell handelt, verfügt sie nicht über eine Automatik. Das verringert zwar die Schussfrequenz, aber diese Tatsache wurde im Preis berücksichtigt.
Wie abgesprochen. Handschriftliche Notiz auf der Rückseite. Explosive Granaten, Sprengstoff A mal 2. Handgranaten, Sprengstoff A plus Sprengstoff B. Säuregranaten, Sprengstoff B mal 2. Minengranaten können nicht einfach hergestellt werden. Es lohnt sich nicht, welche zu besorgen. Würden uns gegen die Gammas nicht helfen. Okay. Okay. What is this? Tagebuch des Forschungsassistenten. 4. März. Wassertemperatur 18 Grad. pH-Wert 6,8. Gammas wurden das erste Mal aus ihrem Tank ausgelassen. Bewegungen, Träge, Kampfpotenzial gering. Das sind bestimmt hier Lauchenjur. Bestimmt. Oh Gott. Jauchenlurch. Genau. 18. April. Wassertemperatur 20 Grad, pH-Wert 6,8. Mit zusätzlichen Hormonen und Medikamenten experimentiert. Eine der Änderungen lieferte positive Ergebnisse mit einem signifikanten Anstieg des Kampfpotenzials. Das betreffende Exemplar kann sich jetzt schnell bewegen und Beute in einem Stück verschlingen. Habe ich gemerkt. Ja. 30. Juni. Wassertemperatur 22 Grad, pH-Wert 6,2. Umbrella hat die Gamma-Forschung offiziell eingestellt. Wir konnten einige Exemplare mit hohem Potenzial aus dem Labor schmuggeln, bevor sie entsorgt wurden. Dr. Logan Carl Lizzle ist mehr als je zuvor entschlossen, die Gamma-Reihe zu perfektionieren. 14. August, Wassertemperatur 25 Grad, pH-Wert 5,8. Es ist jetzt 2 Wochen her, seit wir in die Kanalisation umgezogen sind. Die höheren Temperaturen führten zu einem Abfall der Wasserqualität, aber die Exemplare scheinen trotz meiner Sorgen gesund zu sein. Die Gammas haben schnell den Aufbau der Kanäle gelernt und haben bereits nach 2 Tagen angefangen, den Untergrund von Raccoon City zu erforschen. Alle Exemplare kennen uns und sind uns freundlich gesinnt. Ich habe uns aber als Schutzmaßnahmen leistungsstarke Waffen für den Fall beschafft, dass die Gammas unkontrollierbar werden. 1. September, Wassertemperatur 23 Grad bei einem pH-Wert von 6,1. Wir hatten Glück, dass wir uns diesen Ort sichern konnten, indem wir den Abteilungsleiter der Kanalisation bestachen, aber es wird langsam eng, da die Gammas noch weiter wachsen. Wir sollten uns um andere Unterbringungsmöglichkeiten Gedanken machen. 9. September, Wassertemperatur 21 Grad, pH-Wert 6,1. Ein Mitarbeiter der Wasseraufbereitung hat sich in unser Labor verirrt, aber die Gammas haben ihn unverzüglich eliminiert. Dies beweist ihre Feldtauglichkeit. Ich werde morgen Umbrellas europäische Zweigstelle kontaktieren. Vielleicht haben die ja Einsehen. Okay. Also Jauchenlurch ist ein Gamma. Ah. Sprengstoff B. Super. Hast Wir haben keinen Platz. Aber, oh Gott, 2 Granaten haben wir. Soll ich den Dietrich erstmal da lassen? Ja. Und dann nehme ich das einmal auf. Und im Endeffekt bin ich auch durch. Ja. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry für mein Versagen. Lurch. Alle platt gemacht? Nee, einer ist da noch. Dann darf Thilo sich jetzt gleich drum kümmern. Oh Juhu. Mann, ey. War nicht meine beste Leistung. Was soll's. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.